Passt ja gar nicht zusammen. Gucken wir mal, was wir da. Das hier ist doch was Stylisches. Sieht schon fast aus wie das andere stylische Ding, was er anhatte. Nee, das ist doch auch. Hat wesentlich mehr Geschmack als das, was sie anhat. Dann zieh sowas. Das Muster ist ja ein bisschen altmodisch. Das Ding ist auch immer nicht schlecht. So. Die Schuhe gehen dazu ja sogar. Was hat sie denn an Schlafanzug an? Zalaba Wifa. Ja, wenn sie das mag. Sieht nicht bequem aus. Rafia. Da ist er auch durchgestylt. Snar Kushla. Das ist Karriere. Dann kann man nichts dran ändern. Okay, jetzt haben wir wenigstens ihre Alltagsklamotten aufgehübscht. Dag, Dag. So. Okay. So kann man sie ja nehmen. Dobo? Ah. Abu Bambunai. Blubber? Ach, du magst das nicht. Na, Sina. Das Pinke war auch nicht besser. Wen können wir denn noch umstylen? Ivan, bla bla bla. Gibt Kunstunterricht in der Schule. So. Sieht aus wie der Hip-Hopper von nebenan. Tut mir leid, ich bin etwas verschnupft. Mein Vater hat mich wieder angesteckt. Okay. Was hast du denn als Abendkleidung an? Weeb. Also das geht schicker auch als Hip-Hopper. Oh, Zadirpa. Ist das nicht süß mit dem Hund? Aha. So eine nicht so ganz affige Hose hier. Vielleicht so was Knackigeres. So. So, wie wär's damit? Oh. Arps a chig. Oh mein Gott. So, geht das doch. Nayaka. Brennend interessiert mich das. Und diese Tattoos überall. So. Was sind dem seine Arbeitsklamotten? Oh, Zadirpa. So. Wahrscheinlich wird es ihm wieder nicht gefallen. Aber wir müssen noch ein paar Sims umstylen, um ein paar Punkte zu gewinnen. Und? Steam. Ah, Max. Nein. Wir haben 5 Sims umgestylt. Mit Umstyling 500 verdienen. Vielleicht können wir bei Kanon ja auch noch irgendwas umstylen. Valeria. Tico, Tico, Plut. So. Sind wir einmal hier drin, die Sims umzustylen. Geht's auch gleich weiter? Weeb! So, wieder die geile Sonnenbrille. Die Klamotten finde ich ja okay. Sind das deine Alltagsklamotten, oder? Scheint so. Was sind deine Ausgehklamotten? So!
Naja. Das geht ja auch noch. Susel! Das sind deine Schlafklamotten? Rosenmuster und Herzchenunterhose. Naja, gell? Sportverklamotten. Weeb! Der ist durchgestylt von oben bis unten. Oh, das ist ein Derper. Na, an dem kann ich gar nichts ändern. Der gefällt mir so. So. Wir waren denn hier noch die Valeria Chandral. Schule kann ich keinen Kunstunterricht mehr geben, weil die Schule vorbei ist. Oh mein Gott. Hure auf dem Strich mal wieder. Dass die immer so Klamotten anhaben, das ist echt. Gott. Also aus dir können wir auch noch was Hübsches machen. Du hast Potenzial. So. Was hat die denn für andere Klamotten an? Susel. Okay. Salaba Wifa. Oh, wie süß. Pri Nufa. Oh mein Gott. Snar Kushla. Nushki Zanzi. Ja. Also die Sportbekleidung geht ja mal gar nicht. So. Sport. Die Schlafanzug, da würde ich nur eine andere Hose nehmen. Achso, die Hose spiegelt sich im Oberteil wieder. Ist wahrscheinlich so ein Set oder so. Ja, komm. Finde ich wesentlich süßer. So. Nushki Zanzi. Wieder hier da. Ihr Tuch. Snar Kushla. Naja, wir sind da zum Umstylen da, also. Wir haben wesentlich hübschere Frisuren im Petto. Man kriegt jetzt auch eine verpasst. Hübsche Langhaarfrisuren. Ja, ist doch auch nicht schlecht hier. So. Machen wir die fest für alle Haare. So. Da wollen wir noch was ausprobieren. Was ist mit den Zöpfchen? Zöpfchen sind auch nicht schlecht. So. Dann noch die Nuttenklamotten loswerden. So. Wer ist hier mit so einem schicken Oberteil? Das ist schon was ganz anderes hier. Da geht sogar in die komische Nuttenhose. Ist das die hier? Nee. Da, so eine schicke Jeanshose. Und dann diese hässlichen Handschuhe. Eine Brille müssen wir ja jetzt nicht verpassen. Was hat sie denn für Ohrringe an? Ja, Kreolen. Wie wär's mit Kreolen? So. So. Wo sind diese hässlichen Handschuhe? So. Handschuhe weg. Schuhe. Jetzt auch elegante Schuhe. Ah, nee. So. So. Gibt's auch noch ausgefallenere Sachen? Was haben wir denn noch so im Angebot? Salaba Wifa.
Mir gefällt er schon ganz gut eigentlich. Was ist das denn hier? Mein Gott. Na, die lassen wir jetzt so. Aber die Abendkleidung machen wir schicker. Also, wenn sie schon so stylisch ist, dann auch so was Stylisches anzieht. Nee. Die rote Verführung. So, dann brauchst du aber noch rote Schücher. Gummistiefel. Brauchst du Haxentreter. So. Ist noch höhere Haxentreter? Ist das so? Welche? Ja, gibt's noch. Da fand ich die eben schon besser. Die da oder die hier. Wären auch nicht schlecht. So. Ja, dann würde ich sagen, geh in ein schickes Leben. Und die Uhr hätten wir noch ändern müssen. Egal. Das gefällt ihr sogar. Ein Kind stylen. Sternzeichen fahren. Nee. So, Glückwunsch, dann wurde vom Stadtrat der Stadt Aplosia Plains in Anerkennung seiner ausgezeichneten Arbeit der Titel Taft Azubi verliehen. Zeit, die Schere zu wetzen, denn du bist vom Haarfeger zum Hofsteckkünstler aufgestiegen. Bewaffne dich mit ein paar fein gezähmten Kämmen sowie einer Dose Haarspray und bereite dich mental darauf vor, einen Kleidungsstil zu kritisieren. Doch berücksichtige auch die Wünsche deiner Kunden, solange sie nicht um einen Vokuhila bieten. Du gehörst zu den angesagtesten Akteuren in der Modebranche und die Sims sind bereit, mehr Geld für deine Dienste hinzublättern. Also bleib frisch und deinem Stil untreu. Okay. Im Dienst. Umstellung anbieten. Benjamin Schmidt. Umstellung anbieten. Gloria Bettigan. Die haben wir auch schon umgestylt, die Katzen-Omi. Sieht ja so schlimm aus. Gott. Was macht unsere Lila? Ich muss mich mal um die Mia kümmern. So. Ernteprodukt verfüttern. Loben für, springen üben, ausschimpfen, nee, loben für springen üben, ah, sieht ganz gut aus. Umstyling-Raum wird vorbereitet. So. Ja. Die Hose finde ich jetzt grauenvoll, aber der Rest geht ja. Er hat sogar zwei Outfits. Also in der Hose, da können wir noch was anderes anbieten. Ah! Was damit oder hiermit? Und die Schuhe. Die Schuhe mag ich auch nicht. So sieht das doch schon viel besser aus. Was haben wir noch für ein Outfit? Medio. Das schmeiß ich mal einfach mal in die Mülltonne. So. We like that.